Alle Welt war fokussiert auf die Rede von Jerome Powell, die faktisch den Aktienmärkten, der Aktienrallye erstmal den Stecker gezogen hat, denn die Rallye, die wir gesehen haben seit Juni, basierte auf der Hoffnung, da kommt eine Zinswende der Notenbanken, die wollen eine Rezession vermeiden, also werden sie weich, werden sie sozusagen das Quengeln der Kinder an der Supermarktkasse erhören und sagen, komm, wir haben es doch nicht so gemeint, wir machen alles so wie früher, so wie es Powell Ende 2018, Anfang 2019 gemacht hatte, als die Aktienmärkte 20% gefallen waren und dann plötzlich Powell nichts mehr von dem wissen wollte, was er noch wenige Tage vorher gesagt hatte, nämlich Bilanzreduzierung auf Autopilot und weitere Zinsanhebungen. Diesmal ist es anders, denn diesmal haben wir das Thema Inflation. Und jetzt haben die Notenbanker die Muffe. Wovor haben sie die Muffe? Sie haben Angst, dass das komplette Vertrauen in das Fiat-Geld verloren geht. Das hat unsere Deutsch-Italienerin Isabella Schnabel in Jackson Hole ganz klar gemacht. Wir müssen vermeiden, dass die Leute das Vertrauen in das Papiergeld verlieren, denn dann ist alles verloren. Es war also nicht nur Jerome Powell, sondern insgesamt alle Notenbanker, die hier aufgetreten sind, sei es EZB-Mitglieder wie Rehn, wie Schnabel, wie Gaulois, der französische Notenbankchef, oder eben auch der neuseeländische Notenbankchef, der gesagt hat, wir können Arbeitskräfte nicht drucken, in Anspielung an Geld drucken, da kann man ja vieles machen, aber man kann eben bestimmte strukturelle Probleme der Wirtschaft nicht lösen. Was bedeutet das? Nach meiner Auffassung bedeutet das alles, dass wir jetzt ganz klar die Situation haben, Aktienmärkte gegen Notenbanken. Die Notenbanken sind nicht mehr der Unterstützer der Aktienmärkte, sondern der Gegenspieler der Aktienmärkte. Und das wird bedeuten, dass Rallyes, wenn jetzt nicht irgendwie ein Gamechanger aus dem Nichts kommt, Rallyes Verkaufsgelegenheiten sind, Erholungen Verkaufsgelegenheiten sind, denn da wird Schmerz auf uns zukommen, so wie es Powell gesagt hat. Schmerz, nämlich, das wird Schmerzen für Households und Businesses bringen. Aber was ist die Alternative? Das sind die unglücklichen Kosten, die eben anfallen, wenn man die Inflation reduzieren will. Würde man das nicht tun, würde man also nicht versuchen, die Inflation auch unter Schmerzen zu reduzieren, dann wäre der Schmerz nachher umso größer. Und der Schmerz, der ist auch fühlbar gewesen in den Märkten am Freitag. Wir sehen den S&P 500. Der entgegen der immer weiter steigenden Zinsanhebungserwartungen der Anleihemärkte einfach weiter gestiegen ist lange Zeit, weil die Aktienmärkte sich gedacht haben, ach, lass sie doch reden, wir sind viel schlauer, aber die Geschichte zeigt, dass die Anleihemärkte schlauer sind. Die Anleihemärkte haben die Story der Aktienmärkte nie gekauft, haben nie dran geglaubt. Jetzt zeigt sich mal wieder, wer recht gehabt hat. Es waren nicht die Aktienmärkte. Hier hat das praktisch Powell nochmal klar gemacht, selbst wenn wir jetzt irgendwie Erleichterung an der Inflationsfront sehen, werden wir jetzt nicht sofort umkippen. Damit ist sozusagen die Hoffnung, naja, dass wir die ersten Zinsanhebungen im März vielleicht nächsten Jahres schon sehen, zumindest aus Sicht der Fed erstmal komplett kaputt geschossen. Wer weiß, wie dynamisch die Dinge sich entwickeln. Vielleicht fällt die US-Wirtschaft in eine heftige Rezession. Sieht derzeit noch nicht so danach aus, aber wer weiß, der US-Hausmarkt ist schon vergleichsweise schwer unter Druck. Dann könnte es natürlich sein, dass die Fed schnell wieder umsteuert, wenn die Dinge zu krass werden, aber absehbar ist das erstmal nicht. Deswegen sollte man das tun, was absehbar ist, und das heißt aus meiner Sicht eben Erholungen, die jederzeit drin sind, denn wir sind kurzfristig ein bisschen überverkauft. Die sollte man zum Ausstieg nutzen, wenn man long ist, oder eben andersrum vielleicht auf die Short-Seite wechseln. Jetzt hat interessanterweise Powell am Freitag gesagt, wie Paul Volcker auf dem Hochpunkt der großen Inflation 1979 gesagt hat. Inflation feeds in part on itself. Die Inflation füttert sich selbst gewissermaßen, lebt aus sich selbst heraus. So part of the job of returning to a more stable and more productive economy must be to break the grip of inflationary expectations. Also du musst die Inflationserwartungen brechen. Das ist das, was sich die Notenbanken jetzt praktisch auf die Fahne geschrieben haben. Jetzt allerdings haben wir die Situation unter Volcker. Paul Volcker, damals war die Verschuldung der Amerikaner bei 30%, jetzt sind wir bei 125%. Das BIP, die Relation
der ganzen Verschuldung war eine völlig andere. Daher konnte Paul Volcker unter Schmerzen auch damals in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die Inflation durch massive Zinsanhebungen und Verknappung der Geldmenge bekämpfen. Jetzt wird das ein bisschen schwieriger. Da wird etwas passieren. Schauen wir uns hier mal die Situation an. Inflation unter welchen Notenbankern? Arthur Burns, der hat das Ganze ja laufen lassen. Dann kam Volcker, der hat die Geschichte nach unten gebracht. Dann Greenspan, der hat die Märkte wieder geflutet, hat aber unter Bernanke und Janet Yellen nichts gemacht. Aber jetzt sehen wir, dass das wirksam wird, dass diese Gelddruckerei wirksam wird. Und jetzt hat jemand bei Finanzmarktwelt kommentiert, bitte erklären Sie mir, Herr Fugmann, warum bei einer Inflation, die auf einem Angebotsdefizit basiert, nach Zinserhöhungen schreien. Also warum die Zinsen erhöhen, wenn wir doch eigentlich das Problem auf der Angebotsseite haben. Wir laufen bzw. sind in einer Rezession. Wir haben zu wenig Angebot, unter anderem wegen Lieferketten, Energie, Arbeitskräftemangel, also braucht es billiges Geld für Investitionen und so weiter. Somit müssten die Zinsen ja wohl am besten unten bleiben, dafür aber aggressiv der Bilanzsumme, die Bilanzsumme der Notenbanken reduziert werden. Das ist also, ja, warum haben wir jetzt diese Reaktion der Notenbanken? Erinnern wir uns mal, wir haben doch Notenbanken gehabt, die erstmal das Problem entweder ganz ignoriert haben oder dann geleugnet haben oder gesagt haben, es ist, diese Inflation ist transitory. Was wir hier jetzt haben, ist natürlich ein Angebotsmangel, gar keine Frage, aber dieser Angebotsmangel, der trifft eben auf eine in den letzten Jahren überschießende Liquidität. Sven Henrik fragt hier, ja, ihr glaubt, ihr könnt 14 Jahre ununterbrochen Geld drucken und da passiert nichts, wenn wir uns allein mal vorstellen, dass etwa der Staat Deutschland praktisch Schulden machen konnte und dafür noch Geld bekam, weil es eben Negativzinsen gab. Das heißt, Deutschland hat Schulden gemacht und diejenigen, die die Schulden gekauft haben, hat Deutschland noch Geld bezahlt dafür, dass es Schulden macht. Das ist so hirnrissig und sorgt natürlich dafür, dass eine gewisse Ausgabementalität ist, dass damit Nachfrage erzeugt wird. Das heißt, dass viele Gelddrucken der Notenbanken hat natürlich die Nachfrage massiv nach oben gebracht. Wenn wir jetzt sehen, dass eben das Angebot deutlich zurückgegangen ist, dann sehen wir eben jetzt, wer nackt gebadet hat. Das hat man in der Flut der Liquidität nicht gesehen. Jetzt aber, wo das Angebot zurückgeht, muss eben auch die Flut zurückgehen, damit das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht noch völlig ungleicher ist, als es derzeit eben der Fall ist. Also jetzt geht es eben, wie Paul gesagt hat, um die Inflationserwartungen. Brichst du die Inflationserwartungen, dann hast du schon einen wesentlichen Mechanismus der Inflation bekämpft. Die Notenbanken wissen auch, dass wir eigentlich eine Angebotsknappheit haben. Aber sie wissen, dass du jetzt in dieser Situation eben die Inflationserwartungen brechen musst. Das kannst du nur mit einer rigiden Politik machen. Und das wiederum bedeutet Schmerz natürlich für die Märkte. Und das ist das, was dann Frau Schnabel sagen wird. Gleich komme ich dazu, fragt man sich eigentlich, wo war Madame Lagarde in Jackson Hole? Wir hatten Rehn, wir hatten Schnabel, wir hatten den französischen Notenbankchef, die sind aufgetreten, aber Madame Lagarde wollte nicht. Die hat gesagt, also sie liest jetzt, sie macht lieber Urlaub und liest James Joyce. Hier, Gabor Steingart sagt schon, also Frau Lagarde ist eine Fehlbesetzung, dieser Tenor, dieser Ruf, dass mit Frau Lagarde vielleicht jetzt nicht die allerstärkste Besetzung an der EZB-Spitze steht, die dürfte sich verbreiten. Die Welt brennt, Lagarde liest The Joyce, so fasst man es zusammen. Was macht Frau Lagarde? Die twittert lieber in Sachen Diversity. I firmly believe in the virtue of diversity, not only of gender, but also of thoughts and skills und so weiter und so fort. Also die kümmert sich eher so um Genderfragen und Diversity. Das kann man ja machen, aber ich denke, als Notenbankerin geht sie das nicht so wahnsinnig viel an. Das können Politiker vielleicht sagen, aber sie ist eigentlich da zur Gewährung der Preisstabilität, aber sie twittert lieber über solche Dinge. Und dann, wenn sie jetzt von Inflation spricht, dann war es der Klimawandel. Also diese Dame ist wirklich schon ziemlich JWD, das kann man nicht anders sagen. Da müssen dann andere EZBler die Kohle aus dem Feuer holen. Und das ist Madame Lagarde, nicht Madame Lagarde, Schnabelina, Isabella Schnabelina. Ich habe am Wochenende einen Artikel über sie geschrieben und ich musste ernsthaft überlegen, heißt die Isabelle oder Isabella?
weil ich ja bekanntlich denke, dass sie in letzter Zeit etwas italienischer geworden ist, La Schnabelina. Jedenfalls, sie sagte, wir müssen als Notenbanken lean with determination against the risk of people starting to doubt the long-term stability of our fiat currencies. Also, die Leute verlieren das Vertrauen ins Geld, wenn wir jetzt nicht wirklich scharf reagieren. Und darum geht es den Notenbanken. Und das ist für die Aktienmärkte keine gute Nachricht. Wie wir sehen hier diese Verluste, etwa Nasdaq 4%. Wir sehen selbst Dow Jones, der sich immer besser gehalten hat, minus 3%. Wir sehen VIX plus 17%. Normalerweise passiert dann irgendwie so eine kleine Gegenreaktion am Folgetag. Aber wir sehen vor allem auch großes Volumen, was da jetzt wieder passiert ist. Beim SPY 101 Millionen Kontrakte. Am Vortag waren wir bei 50 Millionen, davor 48, 49. Also die Anstiege, die wir hier teilweise gesehen haben, unter dünnsten Volumen. Jetzt der Abverkauf unter sehr, sehr dickem Volumen. Wo kann es hingehen für den S&P 500? Wir sehen hier diese, das Erreichen der 200-Tages-Linie bei 4.327 Punkten. Und jetzt haben wir diese rote Kerze, die ist natürlich schon ein bisschen was krass, aber die nächste Unterstützung, die dicke, fette, wirkliche Unterstützung ist im Bereich 3.950 Punkte. Hier sehen wir, da war mal ein Hoch gewesen. Und da sind wir dann auch, oder von dort aus haben wir dann diese starke Rallye seit Ende Juni gesehen. Und das dürfte dann einfach nochmal eine Unterstützung sein. Nächster Punkt oder etwas weiter oben liegender Punkt mit gleitenden Durchschnitten ist dieser Bereich um 4.000 Punkte sind wir nicht mehr weit weg. Die Fed Fund Futures preisen jetzt eine fast 75%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed dann um 0,75% die Zinsen anheben wird. Und ich hatte diesen Tweet schon mal gezeigt von Jan Hussmann, den Jesse Felder hier retweetet hat. Der einzige Bärenmarkt, der innerhalb eines Zinsanhebungszykluses endete, war 1987, aber damals waren die Märkte mit einem Bruchteil dessen bewertet, womit sie jetzt bewertet sind. Das heißt, wir haben relativ teure Märkte nach wie vor und haben einen Zinsanhebungszyklus, einen Liquiditätsverknappungszyklus und das passt nicht zusammen. Das ist wie am Immobilienmarkt. Steigende Immobilienpreise und steigende Zinsen passen nicht zusammen. Normal, wenn die Zinsen fallen, steigen die Immobilienpreise. Wenn die Zinsen steigen, fallen die Immobilienpreise. Und dieses Ungleichgewicht ist derzeit noch ein bisschen da, weswegen die Immobilienpreise eigentlich fallen müssen. Ist das auch bei den Aktienmärkten der Fall? Hier sehen wir mal den VIX, der jetzt kurzfristig beim RSI schon ziemlich überkauft ist. Das heißt, die Vola. Normal ist es so, nicht immer, aber normal ist es so, steigender VIX heißt fallende Märkte, fallende Aktienindizes, fallende S&P 500. Aber hier auf der rechten Seite sehen wir mal den VIX, das ist praktisch die Volatilität der Volatilität. Also wie volatil ist die Volatilität? Und hier sehen wir, da bekommen wir unten im MACD ein Kaufsignal. Da ist eine Wende, das bedeutet faktisch, dass wir vielleicht jetzt eine Erholung mal sehen, aber dass wir verstärkt Volatilität in den nächsten Tagen und den Wochen sehen werden. Jetzt heißt es ja immer, ja, alles hier, es sei ja so viel Pessimismus unterwegs und so weiter und so fort. Stimmungstechnisch stimmt das teilweise, aber faktisch stimmt es nicht. Was machen die Leute? Das eine ist, was sie sagen, das andere ist, was sie machen. Was machen die Leute? Hier sehen wir mal die 3-Month-Flows in Major Stock ETFs. Also die sind reingegangen in die ETFs etwa ohne Ende. Also es ist nicht so, dass da keiner irgendwie jetzt noch investiert wäre in den Märkten. Auf der anderen Seite sehen wir etwa den Tech-Sektor im S&P 500, Bullish Percentage Index schon sehr, sehr weit unten. Da haben wir oben, und das war einer der Gründe, warum ich sehr unoptimistisch wurde für diese Rallye, hatten wir eine negative Divergenz beim Bullish Percentage Index sehr, sehr weit oben. Jetzt mit negativer Tendenz im RSI weit über 70. Jetzt sind wir ziemlich weit unten. Also eine Erholung kann durchaus sein, aber vielleicht erst nochmal von tieferen Niveaus. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall ist das jetzt nicht mehr im ganz kurzen Zeitfenster ein sicherer Short. Übergeordnet, wie gesagt, würde ich davon ausgehen, dass Erholungen Verkaufsgelegenheiten sind. Warum schon? Allein deshalb, weil wir jetzt auf dem Weg sind zu einem sogenannten Credit Event. Es ist immer so in Tightening Cycles, wenn die Fed die Zinsen anhebt, dann passiert irgendwas, dann fliegen irgendwelche Leute aus der Kurve, dann gibt es Unfälle, Marktunfälle. Das dürfte diesmal auch so sein. Unfall ist relativ, aber für die reichen Amerikaner etwa, die haben in der nach der acht Minuten lange dauernden Rede von Jerome Powell 78 Milliarden Dollar verloren. Und die Weltmärkte haben insgesamt 2 Billionen Dollar
verloren. Das heißt, jede Sekunde, wo der Powell gesprochen hat, ging es durchschnittlich um 4,2 Milliarden Dollar nach unten. Das zeigt schon die Dimensionen, mit denen es wir hier zu tun haben. Und jetzt kommen diejenigen unter Druck, die in der Rallye mit reingesogen wurden. Das sind CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter. Die müssen jetzt in dieser Woche müssen die teilweise Positionen reduzieren. Wir haben dann das Monatsende. Da müssen dann teilweise diejenigen, die bei der Rallye ihre Aktienquote aufgestockt hatten und die ein Portfolio aus Aktien und Anleihen haben, müssen dann ihre Aktienquote teilweise reduzieren. Das könnte also nochmal Druck auf die Aktienmärkte geben. Geopolitisch, USA haben jetzt wieder zwei Kriegsschiffe durch die Straße von Taiwan geschickt. Hu Xixin sagt, also wir müssen das Taiwan-Problem jetzt schnell lösen, also praktisch schnell eine Invasion machen. Wir sehen das auch hier, der Dollar immer stärker wird und der Yuan immer schwächer wird. Wir sehen jetzt beim Offshore-Yuan den tiefsten Stand zum Dollar seit 2 Jahren bei 6,92, wie aus diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, ganz klar hervorgeht. Also der Yuan im freien Fall zum Dollar, der Dollar insgesamt so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und stark auch die Verunsicherung in Deutschland. Es ist so, wenn wir die aktuellen Strompreise nehmen, dann wären das etwa 13% des BIPs, das wir dafür bezahlen müssen. Gas war bis vor kurzem noch bei unter 1% des BIPs, jetzt 8% des BIPs. Das heißt, Strom und Gas kosten Deutschland 20% des BIPs. Das kann und wird so nicht weitergehen. Erste Kaufhäuser schalten Rolltreppen ab, hier ein Bericht. Jan Fleischhauer, der Konservative, sagt, es könnte ein sehr harter Winter für die Grünen werden, wenn die jetzt nicht bald umsteuern. Baerbock will nicht umsteuern, sagt, nee, Atomkraft, das wird doch ein Irrsinn, wenn wir da wieder den Rückzieher aus dem Ausstieg machen. Habeck hat heute gesagt, oh, wir schauen uns das mal ideologiefrei an. Na gut, er hat es zumindest gesagt. Aber jetzt arbeitet er an einem neuen Modell für den Strommarkt. Es gibt ja das sogenannte Merit-Modell, das faktisch dafür sorgt, dass die Preise sich nach dem teuersten Anbieter richten. Und offenkundig war es so, dass jetzt die Energiekonzerne teilweise selber an dieser Gasumlage mitgeschrieben haben, an diesem Gesetz, das da jetzt kommt. Soll. Das wirft nochmal weitere Fragen auf. Wie gesagt, Habeck muss jetzt daran an die Reform des Strommarktes, sonst geht die ganze Geschichte durch die Decke, was die Preise betrifft. Erste Artikelempfehlung, by the way, dieser Robert Habeck-Artikel. Hier ein Tweet, er hat immer noch Elektrizität, sagen zwei deutsche Frauen zueinander, bewundert zu einem Mann offenkundig oder über einen Mann. Das bringt die ganze Sache so ein bisschen auf den Punkt. Und noch zwei Artikelempfehlungen. EZB, die Zeit des Bluffens ist vorbei. Inflation und Überschuldung, jetzt wird's ernst für die EZB. Artikel von Hannes Ziffer, sehr empfehlenswert, und von Wolfgang Müller, der Artikel S&P 500 und Nasdaq. Die Fed, jetzt Feind der Aktienmärkte, das Big Picture über die Aktienmärkte. Drei Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt und sag Servus und Ciao.